Ja, hallo ihr Lieben. Ich hatte ja schon einmal hier gesprochen, ganz spontan und frei Schnauze. Ich begrüße euch, ihr lieben, lieben Menschen, und ihr seid schon ein bisschen mehr geworden, muss ich feststellen. Das finde ich ganz toll. Wie bitte? Meine Wohnung ist klein. Ich habe diese Woche bei Telegram etwas gelesen, beziehungsweise auch ein Video gesehen von einem CDU-Politiker im Hessischen Landtag. Und ich bin fast hinten übergefallen. Ich würde das sehr gerne mal dokumentieren, beziehungsweise so wie er gesprochen hat. Hat jetzt nichts mit dem Krieg zu tun, und ich glaube, wir müssen auch nicht immer über den Krieg reden, sondern wir müssen auch darüber reden, was die Corona-Geschichte mit vielen Menschen gemacht hat. Im Hessischen Landtag fand am letzten Donnerstag eine Aktuelle Stunde auf Antrag der AfD-Fraktion statt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Die Partei forderte, nachdem die RKI-Dateien veröffentlicht sind, müssen sich die hessischen Landtagsfraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP bei der Bevölkerung wegen ihrer Corona-Politik entschuldigen. Genau. Die Debatte verlief hitzig. Der Redner für die CDU zur Debatte, Jörg Michael Müller, holte weit aus und griff die AfD für ihren Antrag vehement an. Es sei eine Anmaßung zu fordern, dass sich Politiker für Fehler während Corona entschuldigen, so Müller. So eine Forderung sei aus seiner Sicht unerträglich. Ich frage jetzt tatsächlich hier in die Runde, bitteschön. Ich frage in die Runde, was ist unerträglicher als die Tatsache, dass unendlich viele Menschen gelitten haben und unsere Kinder immer noch leiden unter diesen ganzen Maßnahmen? Weiter mit den Aussagen des gestandenen Mannsbild, Ironie aus. So sagte der CDU-Mann gleich zu Beginn seines Redebeitrages: Ihre Anmaßung, man möge sich zu politischen Verhalten entschuldigen, ist für mich kaum noch erträglich. Ich sage das ehrlich. Wir müssen uns doch bitte die Bilder noch einmal vor Augen führen. Erinnern Sie sich an die Menschen, die in Krankenhäusern lagen, keine Luft bekamen und starben? Erinnern Sie sich an die Menschen in Italien? Erinnern Sie sich an die Menschen, die in Krankenhäusern lagen, wo die Sauerstoffflaschen über die Straße gerollt wurden, um Menschen mit Sauerstoff zu versorgen, die Atemnot haben? Und die Aufzählung geht weiter. Erinnern Sie sich an New York, wo Kühllaster zu Dutzenden aufgefahren worden sind, wo Menschen in Leichensäcken zwischengelagert worden sind, bis man sie beerdigen konnte? Weltweit. Nahezu jedes Land dieser Erde war dieser Pandemie ausgesetzt, so Müller beinahe schreiend. Wir wissen alle, dass das geschwindelt war, dass die Medien ihr es dazu getan haben und dass das alles nicht stimmte. Er weist auf andere Länder hin, Australien, Neuseeland, Thailand, die viel härter und vehementer, teilweise mit noch härteren Maßnahmen und stärkeren Shutdowns des öffentlichen Lebens hantierten, um dem Virus Herr zu werden. Ich muss lachen, echt. Was zwischen den Zeilen als Tenor beim Zuschauer ankommt, man sollte als Deutscher also noch zufrieden sein, wie die Politik agiert hat. Dass die gelegten RKI-Daten schwarz auf weiß, ich muss umdrehen, beweisen, dass Lockdown und beinahe alle weiteren Corona-Maßnahmen kaum auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhten und der RKI-Krisenstab stattdessen vielmehr auf die bedrohlichen Warnungen der WHO und der Medien reagierte. Offenbar für Müller kein Grund für eine Entschuldigung oder zumindest etwas Demut hatte er nicht. Müller, Sie sagen, das habe man alles wissen können, das habe man alles ändern können. Nein, das hat man nicht. Politik muss für die Bürgerinnen und Bürger vorsorglich und fürsorglich handeln. Dabei werden Fehler gemacht. Punkt.
da müssen wir uns doch nicht unterhalten, weil wir nicht wissen, was hinter dem Zug ist. Bekloppt, oder? Solche Aussagen zu machen. Vielmehr reagieren wir alle miteinander politisch. So, hat er gemeint. Dass wir meinen, den richtigen Weg zu gehen. Jens Spahn hätte damals richtigerweise gesagt, und ich glaube, da erinnern wir uns alle, wir werden uns irgendwann viel verzeihen müssen. Fuck! Ja, weil die Lage eben vollkommen unsicher war. Müller führt aus, wir wussten auch nicht, ob dieses Virus weitere Probleme mit sich bringt. Ich finde, Entschuldigung, Sie können über das Impfen schimpfen, wie Sie wollen. Das Impfen war keine falsche Reaktion. Im Gegenteil, sie hat viele hunderttausende Menschen gerettet. Leute, da wurde mir schlecht. Kein Wort von den Menschen, die durch die Impfungen krank geworden sind. Bis heute wird ihnen nicht geholfen. Und kein Wort von den Menschen, die durch Beatmungsgeräte getötet wurden. Kein Wort von denjenigen, die einsam im Pflegeheim vor sich hin vegetierten. Kein Wort von unseren Kindern, die heute durch die Maßnahmen immer noch leiden. Das ist menschenunwürdig. Das musste ich mal loswerden. Denn ich bin mir zu 100% sicher, niemand aus dem politischen Sektor wird bestrebt sein, einer Aufarbeitung des Corona-Wahnsinns zuzustimmen. Man geht einfach zur Tagesordnung über. Hauptsache, die Konten eines jeden Politikers sind stramm gefüllt, welches wir alle finanzieren. Noch ein Wort, nach den Wahlen, wo die AfD gewonnen hat, habe ich eine Mail bekommen. Ich bekam nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen eine Mail von Nein zur AfD. Ich antwortete direkt mit folgenden Worten. Erklären Sie mir bitte, was Sie unter rechtsextrem verstehen. Des Weiteren erklären Sie mir, warum alles, aber auch alles im Umfeld der Gesellschaft als rechtsextrem vorverurteilt wird. Ich persönlich wurde in der Presse als Reichsbürger bezeichnet, weil ich mit einigen anderen Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf der Straße war. Wir wurden von der Gesellschaft ausgeschlossen, denunziert, böse angegriffen, man hat mir den Tod gewünscht und alle haben mitgemacht. Fast alle haben mitgemacht. Ob jetzt aus Angst oder vielleicht feiern gehen zu können, mal wieder essen gehen zu können oder mal wieder eine Reise zu tun. Ja. Wo bitte war da die Demokratie und wo bitte schön war die Menschlichkeit? Ich für meinen Teil spüre, dass dieses Wort Demokratie durch die Medien gepeitscht wird. Dass die Menschen es irgendwann selbst glauben, dass wir wirklich noch eine Demokratie haben. Ich muss mich kaputt lachen. Sicher, ich habe noch weiter geschrieben, sicher haben Sie noch nicht bemerkt, dass es eine Meinungsfreiheit nicht mehr gibt. Die Menschen sind zu sehr damit beschäftigt, ihrer Arbeit nachzugehen, sofern sie noch haben, dass der Staat genau diese Menschen weiterhin auspressen kann. Handelt es sich nicht um eine Wutwahl, denn die Wähler haben die Schnauze voll. Und zwar gestrichen. Meiner Meinung nach sollte jede Partei, und ich meine jede Partei, ihre Berechtigung haben, sich für seine Mitmenschen einsetzen zu können und deren Meinungen vertreten, so gut es bei dieser Regierungskonstellation überhaupt noch möglich ist. Ich schaue für meine Kinder und Enkelkinder. Die gehen aber nicht freiwillig. Ich schaue für meine Kinder und Enkelkinder in eine dunkle Zukunft. Nicht, weil in den neuen Bundesländern die AfD an der Spitze ist. Nein.
sondern weil die rot-grüne Führung unser Land in den Abgrund bringt bzw. gebracht hat. Einen guten Tag, Frau Gerbig. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Dankeschön fürs Zuhören. Sehe ich ganz wenig junge Menschen. Ganz wenig junge Menschen und das macht mich ein bisschen traurig, weil ich bin nicht mehr lange da. Unsere Kinder bzw. unsere Enkelkinder wachsen in einer Scheißzeit auf. Und da frage ich mich wirklich tatsächlich, wo ist die Jugend? Die müssten hier stehen. Was machen sie? Ja, vielen, vielen Dank.